So, drei neue Mayo-Sorten. Und zwar von Miracle Whip gibt es jetzt Mayo Classic, Mayo Chili und Mayo mit Knoblauch. Werden wir jetzt mal testen, alle drei Sorten in diesem Video. Öffnen wir die Mayo Classic. Hier sind auch mal Nährwerte, Zutaten. Die hat nur 23% Fett. Also hat den praktischen Abzieherverschluss. Und so sieht sie von innen aus. Wir werden sie gleich mal auf ein paar Produkten testen. Dann öffnen wir die Mayo Chili. Auch hier mal Zutaten Nährwerte. Und auch der übliche Deckel. Hier sieht man es ein bisschen Chili rot drin. Und dann testen wir noch die, öffnen wir noch die dritte Sorte und werden die, da sieht man eine leichte Struktur drin. Also auch da ist noch was drin. Wir werden es jetzt einfach mal mit Süßkartoffel testen, die ich vorbereitet habe, und schauen, ob sie dazu hervorragend passen. So, packen wir ein paar Süßkartoffeln mal in. Dies gibt es derzeit bei Norma. Auf unserem Instagram werdet ihr die auch als Bild finden. Und dann testen wir als erstes die Klassik-Mayonnaise oder Mayo. Mayonnaise darf es, glaube ich, nicht heißen. So kommt sie heraus. Und so sieht sie dann auf einer Süßkartoffelpommes aus. Wirklich gut. Also so wie es klassisch geschmeckt hat. Also die bekommt schon mal eine volle Punktzahl als Note vom Geschmack her. Das nächste Spannende sind die, ist die Mayo Knoblauch. Mache ich mal hier ein bisschen hier in die Mitte. Man sieht es von der Struktur nicht sehr unterschiedlich. Starker Knoblauchgeschmack und vom Geschmack her wie die Classic mit einem wirklich guten Knoblauch-Add-on. Dann haben wir noch die letzte Version. Das ist die Chili Mayo von Miracle Whip. Und auch da, da sieht man von der Färbung schon den Unterschied. Für die Chili-Note muss halt was Rotes drin sein. Auch da werden wir mal das auf der Süßkartoffel testen. Das war eigentlich am Anfang mein Favorit, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Jedoch kommt er jetzt im direkten Vergleich, ist es eigentlich die Mayo-Version, die ich besser finde. Die Mayo-Knoblauch-Version, die ich besser finde. Also das Chili ist nicht scharf, kommt nicht wirklich scharf durch. Also ich würde Mayo noch Classic oder Knoblauch kaufen. Chili nicht wirklich.